Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Grounded unser Spiel und heute wieder mit Marcel unterwegs. Den habe ich allerdings noch nicht informiert, dass ich gerade gestartet habe. Das heißt, da könnt ihr uns mal in der Vorbereitung sehen, wie das so läuft. Und ja, ich werde es ihm dann später verraten. Alles klar, okay, dann... Ich komme rein. Das heißt, du kannst dich gleich dazu loggen. Okay. Oder probieren wir mal was anderes aus. Nee. Nachher habe ich dann keine Rüstung. Nö. Urnen und Briefwahl. 1000 ungültige Stimmen in Neubrandenburg. Ah. Wen wundert's? Ja, das ist jetzt aber nicht interessant. Jetzt sind ja die, waren ja alle erledigt. Ah, die haben dann kein Urteil mehr zu bilden, ne? Okay. Sodale, da bin ich. Und dann komm einfach mal rein. Da schlafen wir doch gleich erstmal. Jo, genau. Nein, oh, wieso hau ich das Ding immer? Meine Güte. Jo, hau dich auf. Schlafen. Nein, da wird nichts gehaut. So. Okay, trinken und essen. Moment, trinken haben wir schon mal da. Wups, sehr schön. Erst essen, dann trinken. Na, ich habe mal das mehrfach ausprobiert. Wieso habe ich nicht gleich verbrauchen gemacht? Na ja, gut. Und da ging das eigentlich auch so. Moment, wo ist es? Du hast aber trotzdem einen Trinkverlust beim Essen. Ja, okay, gut. Egal, Trinkflasche habe ich auch noch was. Und auf geht's. Gut. So. Mal gucken, soll ich es ihm verraten? Soll ich es ihm sagen? Na, soll ich? Ja, okay. Haha. Ja, wir sind schon längst in der Aufnahme. Wir haben schon längst angefangen. Okay, alles klar. So, ich hole jetzt erstmal die Spinnenseide. Hallo Marcel übrigens. Hallo. Und warum habe ich das Gefühl, dass ich dich hier schlagen muss? Ja, ich wollte mal was Neues ausprobieren. Denn unsere Vorbereitungen sind ja doch teilweise ganz schön lustig, sag ich mal so. Jo. Moment, wieso geht das da nicht rein? Hallo? Wieso kriege ich das da nicht rein? Keine Haare drum. Haha. Achso, ich muss ja auch spinnen gehen. Nö, auch nicht. Hä? Hast du die Dinger erstmal rausgenommen, die da schon drin sind? Muss ich erst rausnehmen? Yep. Achso. Jetzt, ja, tatsächlich. Ja, wie ihr seht, ich habe das noch gar nicht gemacht hier. Das macht immer der fleißige Marcel im Hintergrund. Und Essen haben wir, Trinken haben wir auch. Jo, das sollte eigentlich reichen, bis wir wieder zurück sind. Denn für die Basis, die wir anfangen wollen... Holen wir heute ein Essen, Trinken habe ich übrigens. Holen wir heute ein bisschen Material. Das heißt, ich mache mich mal auf den Weg und hole schon mal ein bisschen Gras. Ja. Gut. Und du hast mit Sicherheit deine Ameisen rüsten noch nicht angezogen? Nein, weil da wollte ich ja jetzt gar nicht hin. Wollte ja jetzt Gras holen. Ja. Ja. Aber ich doch aber hier nicht. Ach so, wegen der Stärke, ja. Ach, Marcel, wenn ich dich nicht hätte, hätte ich anderen. So, lauf. Ich kann auch von hier treffen. Stimmt ja. Nein, aufhören. Ja, guck mal, ich bin schon wieder ganz klein, der Kleine. Was? Ja, so. Und ich habe mich auch schon umgeguckt und gesehen und gemerkt, da fehlt noch was für meine Rüstung. Dann sollten wir uns die Ameise noch holen, die wir brauchen. Richtig. Du verprügelst das Gras, das wehrt sich wenigstens nicht, und ich hole mir die Ameisen. Okay. Das wehrt sich nicht. So, Moment, dann sollte ich sie vielleicht auch noch anziehen. Das wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht. Und das, ja. Das sollte ich vielleicht auch wieder in... Ja. Das kann ich hier gerade nicht gebrauchen.
wir mal komplett darüber. Eigentlich ist das hier falsch, obwohl, na doch, könnte, ja. Ist ja egal, wenn wir es bauen und wir sind hier, dann wird es ja aus den Kisten einfach genommen. So, Ameisenrüstung ist an, juhu. Und da, ja, Läusehonigtau. Na, zu weit. Auch noch was gefunden. Okay, Moment, Moment, Moment. Ja, doch. Das mit der befestigten Basis vom Bogel holen, den Skill, würde ich sagen, das kann ich auch später noch machen, weil jetzt fange ich ja eh noch nicht direkt an. Ich muss ja noch ein bisschen was besorgen. Und ja. Ein Marienkäfer, ein Schlafender. Soll ich ihn in Ruhe lassen? Nö, eigentlich doch. Doch, den brauche ich nicht. Nein, brauchen wir nicht. Doch, brauchen wir. Brauchen wir? Nicht klar, zum Reparieren. Hm. Eigentlich hatten wir doch genug da, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich jetzt gerade nicht. Der schläft. Ich glaube, wir haben genug verballert für das Bauen. Okay. Ach ja, ja, für die Rüstung, na klar. Also er wäre uns schon nützlich. Ja, okay, wenn er nützlich ist. Hab ihn. Ich glaube, ich kriege einen Abgang. Was machst du? Hier liegt eine große Feder. Juhu! Mitnehmen! Schnell den großen Hackepeter rausholen. So, wo sind jetzt die Ameisen? Da wo das Symbol ist. Ja, aber da wollte ich nicht hin, da sind zu viele. Was? Warum? Ja, ich möchte ja nicht, dass die kleinen Babyameisen sehen, wie ich ihre Eltern umbringe. Ja, na klar. Ich bin ja kein Monster. Unsere Zuschauer haben gerade mitgekriegt, wie gehässig du manchmal bist. Also. Nur zu denen, die es verdienen. Ja, also ich nicht. Ach, komm. Schreibt das bitte in den Kommentaren. Ja. Das werden die Viecher hier überall rum, ne? Diese Ohrschmeißen. Mhm. Kommt schon. Ah, dieses Klee. Gleich eine Staupe bauen können. Oh, das wäre wahrscheinlich praktisch gewesen. Hast du sogar schon? Ja, ich bin einfach so gut. Ja, ich merke schon, ja. Und manchmal sogar noch ein bisschen besser. Ah. Was raschelt hier? Ah. Rattennetzspinne habe ich keinen Bock drauf. Nein. Der Plan ist ein anderer. Na komm, hüpf rüber. So. Oh, jetzt bin ich ja schon wieder hier. Hier wollte ich gerade hin. Okay. Da sind Spinnen. So. Wer flixt? Jetzt habe ich gar nicht. Gar nicht dran gedacht. Wieso haut die ab? Komm, bleib hier. Die haut ab. Wer? Die Ameise. Ah! Ja, die haut so doll ab, dass ich jetzt nicht dran gedacht habe, mich zu blocken. Au! Okay, eine habe ich erstmal. Wie viel brauchen? Moment, guck ich gleich. Bin gerade im Stress. Lauf, Piti. Das sollte lachen. Ja, das sollte reichen. Also zwei Brocken haben maximal gefehlt gehabt, glaube ich. So, da wollen wir noch mal gucken. Mandibel habe ich. Ameisenbrocken? Wo ist der Ameisenbrocken? Ich habe keine Ameisenbrocken. Keine Ameisenbrocken bei. Ist dein Inventar schon wieder voll? Nein. Besser ist. Und denk dran, ich werde es sehen. Ja, ich weiß. Will ich doch hoffen. Oh. Ich meine, den Mandibel habe ich ja auch und ich habe noch einen Platz frei. Also, von daher. Ist das schon Gift? Ja, hier ist schon ein Gift. Irritierend, der Loot. Der Loot ist echt irritierend. Was haben sie sich dabei gedacht? Ey, wenn das weitergeht, renne ich gleich wirklich zum Ameisenhaufen. Ach so. So. Ameisenbrocken ein. Also Ameisenbrocken sind eher die kleinen hier, wie es aussieht. Ja.
So. Okay. Gut zu wissen. Na, komm. Was? Oh nein! So, damit beschäftigt zu sehen, was ich da aufnehme, beziehungsweise eben nicht aufnehmen konnte. Nee, echt jetzt. Was bist du? Oh. Ja, ich, ist egal. Wo bist du? Ich spawne, ist egal. Ein Counter? Ja, ich muss ja auch was für deinen Counter tun, ne? So geht das da nicht. So. Ich glaube, ich hätte es noch so dir hingeschafft. Okay. Da musst du schneller reagieren, damit ich das auch weiß. Ja, du musst jetzt noch, wo du bist. Darf man ja nicht vergessen. Ja, ja. Oh. Ah. Achso, ich könnte mich ja auch mal ducken. Wie, ja, gut. Klappt. Ist das deine Hummel? Bahn aus wie eine Hummel. Oder eine Biene. So ein Bienen darstellen. Eine pummelige Biene, okay. Das ist aber Rassismus. Was? Das ist Rassismus. Das kann man so nicht sehen. Nein. Oder diskriminierend. Wie sieht das eigentlich aus? Schön. Ja, kann ich das auch reparieren? Reparieren? Ja, stimmt. Wenn ich den Rucksack hätte, könnte das funktionieren. Denn meine Keule sieht ein bisschen ramponiert aus. Das muss ich irgendwie korrigieren. Oh, hier liegt ein Rucksack. Das ist ja schön. Finger weg, ist meiner. Meiner. Ja, nee, echt, ey, sowas Ungeschicktes, ey, so gar nicht drauf geachtet. Eben. Dass ich den ganzen Weg jetzt nochmal machen muss, das, schade. Und ich hatte noch überlegt, ob ich den Spawnpunkt dort nehme oder nicht. Jo. Und wie du siehst, oder wie ihr seht, ich habe mich dagegen entschieden. Super, gute Idee. Ups. Aber wir sind ja zum Glück gleich da. Hopp. Lauf. Ach da. Da ist er. Ups, da haben wir. Meins. So. Ah, den habe ich noch nicht gelootet. Okay. Du hast die alle da noch nicht gelootet, die ich verprügelt habe. Ach so, du warst das auch. Ich dachte, weil die drei, die ich hatte. Nee, ja, mein Inventar ist voll, so geht nichts mehr. Was? Dann denkst du, warum die alle so tot rumliegen? Ja, nee, ist mir jetzt echt nicht aufgefallen. Okay, die bringt erstmal trockenes Gras her. Auch schön. Tschüss. Oh. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Bin nämlich fast tot. Hey, meiner. So. Hey, das war meiner. Ja. Gleich noch zusehen, dass ich hier Gras bekomme. Das machen wir aber am Rand. Ja, das machen wir am Rand. Das muss ich ja nicht die ganze Zeit mitschleppen. Für den für den Verteidigungsfall, da muss ich nicht wenigstens nicht alles ablegen. Denn, sagen wir mal, sowas wie ein Strand. Naja, gut, nicht wirklich. Der Befestigung oder die Befestigungssteine vom Teich, da ist es ja dann nicht mehr ganz so schlimm. Wir haben es ja immer einen Tag. Nur Wolfi dürfte eigentlich nicht kommen. So. Sagst sowas nicht. Ich sagte müsste. Müsste eigentlich ja, nicht kommen. Ja, sowas darfst du trotzdem nicht sagen in Spielen. Wieso? Ja, Ruckzuck ist hier eine ganze Armee von denen. Ich glaube nicht. So, Gras. Gras, Gras. Hä? Hab ich... Ach ja. Falsche Taste gedrückt. Naja. Ich üb doch noch. Na? Wieso? Haut er daneben. Komm. Okay. Und weiter hacken. Wow. Auch schön. Gleich zwei umgefallen. Ich hacke hier gleich mal ein bisschen mehr weg. Da brauchen wir nur noch einen Sack und dann. Jupp, 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 jupp. Wäre näher vielleicht ein bisschen besser, aber okay.
Ja, das ist so ziemlich am Rand. Jetzt ist es hauptsächlich Klee gewesen. Dachte ich, das nimmst du mal mit. Beziehungsweise hackst du mal weg. So. Und eins noch. Und dann laufe ich los hier. Komm schon. Ja. Okay. Was? Aha, jetzt endlich zerfallen. Gut. So, wie viel können wir? 8 Stück kann ich jetzt. Das ist, ja, das ist doch schön. Und ein noch. Ja. Lauf, 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 lauf. Okay. Das sieht irgendwie lustig aus. Herr Ober, ein Schnitzel für den Spitzel. Okay, da lang. Da lang ist vielleicht besser. Ich komme schon gelaufen. Was sind dies? Was ist denn das Silber- oder Weiß-Blaues da im Teich? Oh, das finden wir auch noch raus. Ameisenrüstung habe ich auch. Sehr schön. Aber, weißt du, was jetzt trotzdem doof ist? Was denn? Wir brauchen erstmal ein Fundament. Ja. Wäre es denn nicht sinnvoller, wenn wir denn zuerst Dings holen? Ja, ich hatte ja gesagt, ich wollte zum Burgel, nur erstmal wollte ich Gras und so weiter holen, weil das Fundament können wir jetzt momentan eh noch nicht bauen, weil du ja noch die Ameisenrüstung brauchtest. Und ja, auf dem Rückweg, dass ich dann eben gleich Gras mitbringe. Weißt du? Mhm. Und ja, jetzt kann ich das ja machen. Gut. Ups. Da wir ja nur Dings holen, kann ich mich auch gleich wieder umziehen. Yay. Und dazu brauche ich ja nicht mehr Kraft. Geh mit G. Und so. Das reicht nicht mehr. Da brauche ich nochmal so einen Grasständer. Du kannst doch einfach hier hinlegen. Die spawnt ja nicht. Ja, aber was brauche ich denn dafür? Warte mal, was war denn das? Habe ich gerade nicht, nö. Okay, dann lege ich sie hier hin. Haha. Warte mal, hier ist noch mehr Platz. Wundert nicht, dass es im Weg liegt. Na, guck mal, ist doch fast genauso gut. Nur. Jo, wenn er gar nicht gegenrennt, sollte das funktionieren. Supi. Was halt. So? Habe ich hier was zu trinken? Ja. Trinken. Yes. Und essen wir auch schön. Warte mal, haben wir noch was da? Haben wir noch was da? Haben wir noch was da? Ach, ich nehme die 6. Ja, gute Idee. Das hilft aber auch nicht. Anstatt dir mal im Fresskopf gucken, ne? Oh, nein. Mach ja, ja. Für gefühlt keine Folge. Dann nehme ich das oder das? Was hat denn mehr gebracht? Ach so, ist ja momentan immer noch voll. Ah. Ich muss noch ausladen. Einen Moment. Ja. Haben wir hier noch Platz? Ein bisschen. Und wird gleich schon wieder düster, ne? Ach, 14 Uhr? Ja. Ich überlege gerade. Ich glaube, hier vorne haben wir auch Ton. Ja, wir gehen da hinten. Dann kann ich dir und der Community mal was Hübsches zeigen. Okay. Bärenbrocken hätte ich hier noch übrig, 3 Stück. Die sollte ich vielleicht mal aufhängen. Ja. Denn Platz haben wir ja gerade. Da. So. Alles nehmen oder muss ich jedes Mal aufhängen sagen? Ich nehme aufhängen. Okay. So. Dann noch das hier. Auch ablegen. Das brauche ich nicht unterwegs. Auch nicht. Das behalte ich. Ja. Hier noch mehr? Ja, das ist der Saft, den brauche ich gar nicht. Und die Rüstung muss ich jetzt noch wechseln? Nein, muss ich nicht wechseln. Nein. Die muss ich jetzt noch nicht wechseln, weil ich gehe jetzt zum Burgel. Yay. Juhu. Ja, dann würde ich sagen, roden wir hier den ganzen Wald auch komplett weg. Ja, wir haben hier vorne noch ein bisschen Gras, also wir kommen schon ein bisschen weit. Ja,
Mein viel schaffen wir heute wahrscheinlich eh nicht. Das ist ja das Ärgerliche. Es dauert alles recht lang, das Zeug zu besorgen. Na, ich denke mal nicht, dass die Community was dagegen hat, wenn wir offline fix ein bisschen Gras holen. Also Gras hauen, nicht Gras holen. Mensch, ich wollte zum Bogel, was mache ich denn hier? Was? So. Ja. Fortfahren. Befestigte Basen, 3500 sogar. Okay. Ja. Wow. Sag nicht, ja, geh damit sparsam um und kauf dich nicht Zeug, was du gar nicht brauchst, wie Fackel für Erweiterung. Ach doch, 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 das war nützlich. Das war. Doch, das war gut. So, stabile Band, ja. Palisadentor, stabile Wand mit Fenster, okay. Palisade, Stängelboden, okay. Dreieckstängelboden und halbhohe Stängelwand, okay. Schön. Das ist toll. Und die Außenbefestigung. Lustige 270. Pure Wissenschaft haben wir noch. Pure Wissenschaft. Das ist ja pur. Ja. Ja, schade, dass man hier drinnen nicht bauen kann. Weil eigentlich ist das ja die bessere Option, finde ich. Ja, aber es wäre ein bisschen zu OP. Wie bitte? Zu OP? Ja. Ich meine, werden die sicherlich einführen, dass du auch per Wellenangriff von Insekten angegriffen wirst. Und da drinnen macht ja keinen Sinn. Da kommen die hier nicht rein. So ist es. Das ist ja der Plan dabei. Das ist ja das Schöne dabei. Ich meine, das ist, wozu baut man eine Basis? Hier ist es ja schon ein OP. Also hier kommt das Viecher nicht hin. Ja, eigentlich schon. Außer wenn der Koi hochspringt und aufs Blatt, dann wäre schon ein bisschen. Ja, aber das tut er doch eigentlich nicht, oder? Nö. Siehst du? Also. Dann haben wir aber das ja schon geklärt. Ich dachte aber eigentlich auch, dass die Baumwanze nicht springen kann. Ja, das hast du gedacht. Das stimmt, ja. Ja, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein. So. Haben wir hier was Tolles Neues gekriegt? Einfaches Bett, das hatten wir letztens schon. Werkbank, ja, von Anfang an, so mehr oder minder. Stängellager. Stachelhalm. Was? Ein stacheliges Brett. Ah, da war doch was. Ja. Dies der Stachel und so weiter. Da muss ich mal ein bisschen näher an unsere Kisten ran. So. Das ist ja cool. So viel zu Ton holen. Ja, wir hatten ja eigentlich mal darüber gesprochen, dass wir das Ding hier aufbauen wollen, falls eine Wolfi vorbeikommt, dass die dann möglichst daran drauf geht. Los, Ton holen, komm. Nicht aufhalten hier. Die Zeit läuft. So. Mal gucken, wie wir heute da dran vorbeikommen. Denn dieses unsichtbare Zeug, das haben wir ja noch gar nicht hergestellt, beziehungsweise haben wir ja gar nicht. Das wäre ja mal praktisch, uns ohne durchhauen zu müssen. Ja, etwas. Ja. Ja, das aber das dauert noch. Oder können wir schon einen Baustand bauen? Nee, das müssten wir eigentlich schon bauen können. Wir hatten mal beim Analysieren letztens bekommen. Können wir ja irgendwann mal in Angriff nehmen. Ich habe keine Lust, mich schon wieder zu hauen hier. Mal irgendwas planmäßig machen, wie zum Beispiel Ton holen. Okay, ich hätte ja auch andersrum laufen können. In eine andere Richtung gehen. Ich wollte eigentlich da hinten hingehen, um ja, was zu zeigen, aber da greift euch wieder jemand schon vor. Was? Ja. Kann nicht sein. Würde ich nie tun. Ja, ja, unglaublich sowas. Unglaublich. So, mal gucken, wie gut die Armbrust jetzt hier funktioniert. Da wollen wir doch mal schauen. Ja. Komm. Du kannst ruhig da hinten bleiben, Radspinne. Netzradspinne. Haha. So. Jede Menge Pfeile. Meins. Nein! Beinahe in die offene Spinne gelaufen. Huch. Ja, ich mach. Oh. Ja, easy to grow und so.
Jawohl. Also irgendwie sind die ein bisschen buggy. Ich kann mich gar nicht verteidigen gerade. Ich kann nicht blocken. Ja, mit einer Armbrust kannst du das auch nicht. Ja, ja. Ich kämpfe doch das erste Mal mit der Armbrust. So. Noch eine. Oh, ne. Komm, komm, komm. Also, ich glaube, das geht mit der Keule irgendwie besser. Zumindest ein schneller Moment. Ich komme direkt ran. Komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Nix da. So, endlich. Auf geht's. Und Falle noch einsammeln hier. Oh, wo ist er da? Nö. Netzfaden brauche ich gerade nicht. Nicht dagegen laufen. Und wieder wechseln auf die Armbrust. Nein, Armbrust hatte ich doch gesagt. Ah, 5. Hm? So. Ja. Muss mal schnell gucken, ob ich hier irgendwo was zu essen finde. Irgendwelche Pilze. Mhm. Da haben wir schon mal tun. Ich habe vorhin die Pilze nicht eingepackt. Dachte ich, nein, letztes Mal schön bleiben. Ja, wir haben hier vorne gleich Pilze. Ja, hier sind auch welche. Ja, 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 ja. Dann laufe ich doch am Ton vorbei und auf dem Rückweg nehme ich den mit. Ups. So. Moment. So und so. Alle einsacken hier. Obwohl, wenn ich hier schon an den Pilzen bin, wir brauchen die ja eh. Nehme ich die auch gleich mit. Wozu zweimal laufen? Jo. Und das machen wir dieses Mal aus der Perspektive. Ja. Nimm dies. Und das. Achso, ich sollte essen. Nein. Oh. So. Okay. Zwischendurch kannst du auch hacken. Komm. Ja. So. Nicht noch mehr? Schade. Komm, komm. Drei Stück nur? Ich glaube, das ist eine merkwürdige Position hier. Ja. Auch die andere Sicht wieder. Besser. So. Immer nur drei Stück. Bei so einem Riesenpilz. Drei Stück. Finde ich nicht so toll. Aber gut. Ist so. Was soll's. So, dann die Schaufel raus. Ja. Was? Moment. Was für ein Geräusch höre ich da? Das sind bestimmt die Würmchen. Hoffe ich doch. Glühwürmchen. So, jetzt. So. Ja, und wie ich sehe, es wird schon wieder dunkel. Wirklich? Ja, den nehmen wir auch mit. Und da noch ein bisschen Ton. Und auf dem Rückweg gleich noch ein bisschen Gras mitnehmen. Komm, los. Hoppi, hoppi. Ja. Marcel, was ist los? Du bist zu leise. Bist du eingeschlafen? Hochkonzentriert. Denn ja. Ist einer, der hier arbeitet. Ja, ja. Füße hoch, Kaffee trinken.
Ja, mehr machst du hier nicht. Nee, ja. Ich bin hier die ganze Zeit am Atzen. Mir gucken sie zu. Ich habe schon 24 Ton. Und du? Ich habe auch Pilze. Ja, doch. Ist ja richtig. Doch. Pilze, ja? Pilze, ja. 15 Pilze. Und dann noch die zum Essen. Was haben wir an Ton? Wo ist er? Da, 23. So. Ja, dann muss ich auch noch 4 Larven hier weghauen. Was muss ich holen? Ich muss hier noch 4 Larven wegprügeln. Da kann ich doch nichts dafür, wenn du die Larven rausholst. Ja, wenn du oder angreifst. Ja, ja. Die genau. Haben angegriffen. Seht ihr, Leute? Seht ihr? So etwas macht er hier mit mir. Wir können nicht sehen, was er da tut. Und erzählt uns, er ist fleißig. Ja, 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 ja. Wo ist hier Ton? Ich brauch Ton. Ich will aber auch keine Mücke. Wenn ich schon mal hier bin, dann möchte ich auch ein bisschen was mitnehmen. Na gut, wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich eben halt auch Klee mit. Warum nicht? Komm. Triff doch mal. Okay. Schauen wir schon längst weg gewesen. Halt, nicht das. Klee ist in der Tasche, dann kann ich das so machen. Was? Also der... Ernsthaft jetzt. Ich stehe am Klee, hau drauf und dahinter, ziemlich weit weg, wo ich normalerweise gar nicht treffen würde, ist Gras und das fällt um. Muss nicht immer unbedingt du gewesen sein. Es kann auch ein Tier gewesen sein. Nee, ist gerade keins da. Sehr unwahrscheinlich. Na, komm. So. So, okay, Rückweg. Oder? Hier muss doch irgendwo noch was gewesen sein. Die Pfütze hier, hast du die schon abgegrast nach Ton? Na, ich bin ja gerade noch dabei. Okay. Ja, hier habe ich noch Ton. So. Nehme ich das auch gleich noch mit. Komm, komm, komm. Los, los. Hier noch was? Da. Ja. Brumm, brumm, flatter. Mal vielleicht nicht immer direkt am Wasser suchen. Aber das hört sich ja an, als ob ein Elefant hinter mir ist, also. Aber hier ist auf jeden Fall die Stelle scheinbar, wo ich das Gras gehackt habe. Oder das warst du? Nein, ich glaube, das warst du. Oder? Egal. Boah, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wo du bist. Mein Inventar ist voll. Okay. Ich habe aber das Gras, also ich habe meine 8 voll. Moment, wo ist jetzt die Basis? Ich sehe die Basis nicht. Hä? Was ist jetzt los? Die Symbole sind weg. Milbe, hau ab, ich kann mich nicht wehren. Nein! Hä? Also ich sehe hier keine Basissymbole, Ameise, irgendwas. Was ist denn da jetzt los? Muss ich echt auf die Karte gucken, damit ich wenigstens ungefähr weiß, wohin? Ja, die Richtung ist doch schon mal gut. Ja, ja, wenn das Navi mal nicht bei einem ist, ne? Ja, dafür ist es doch da, oder? Wenn man schon mal hat. Na! Ja, die... Danke, danke, Wanze. Ihr habt's gesehen, ihr habt's gesehen. Ich wollte eigentlich nur weg. So wie es aussieht, hat sie mich wieder angesprungen. Könnte ich schaffen. Könntest du schaffen? Okay. Gut, dann warten wir hier. Dann warten wir hier. Aber die Wanze ist direkt bei mir. Ciao, ich geh zurück. Nein, nein, die pennt hier, die pennt hier. Ach so. Ja. Da die jetzt hier pennt und eben eigentlich auch gepennt hat, würde ich sagen, ich frage mich, wieso ist die wach geworden? Ich habe sie nicht angestupst oder irgendwas. Ja, denn durch Lautstärke. Also laut war ich ja nur auch nicht. 4, 3,
2. Oh komm, 57 cm. 0. Ja, jetzt 0. Okay. Jetzt bin ich da. Ha, super. Dann hol mal den Defibrillator raus. Vielleicht klappt das ja noch. Und ich sehe gerade die Baumwanze. Ja. Hallo. Also jetzt hat sie mich geärgert. Jetzt will ich sie verhauen. Jetzt will ich sie wirklich verhauen. Mhm. Wie gut, und ich baue dann schon mal ein Grab, ne? Was? Du baust was? Ich baue dann schon mal ein Grab. Ach nö. Ach nö. Ich denke nicht, dass wir das brauchen. Was? Ja. Gut, ich kann dich ja wieder hochholen. So, aber ich gehe jetzt erstmal Essen anhängen. Hm? Und meinst du, schlafen wäre nicht besser gewesen? Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Kurz nur Winter. Nein, jetzt. Seht ihr das? Seht ihr das? Der Rucksack direkt auf dieser blöden Wanze. Achso, ich habe ja noch gar nichts. Okay. Will ich sie wirklich verhauen? Hm. Ist alleine, jetzt schreibt er sich was anderes. Nee. Ich überlege gerade, wenn ich sie anschieße, dann dürfte dasselbe rauskommen wie bei dem einmal, wo du leider nicht zu hören warst. Dann dürfte die möglicherweise nicht mich angreifen. Oder? Also jetzt mit ihren Gestinke-Dings, wo ich drauf gehe. Probier's aus. Ja. Okay, Marcel, du bist schuld, wenn ich den Counter hochtreibe. Auf geht's. Wie viel Schuss habe ich eigentlich? Nur 12? Nein. Auch ein bisschen wenig. Okay. Lauf, Pete. Nein, lauf. Ja, das funktioniert. Ah, Leute, gleich ist er tot. Ha, wieder gesprungen ist er. Da, ich bin jetzt tot. Oh, shit, daneben. Ah, lauf, Pete. Nein, ich hab's nicht gesehen. Ich hing ja fest, ich kam nicht mehr raus. Verflixt. So, Leute. Ah. Mal gucken, ob ich das noch schaffe. Und zwar schaffe, bevor die Wanze wieder volles Leben hat. Aber ich glaube nicht. Du machst das schon. Wie bitte? Du machst das schon. Jojo. Also da in dem vielen Gras ist es also mit der Armbrust auf jeden Fall nicht so angenehm. Funktioniert zwar, aber nicht angenehm. Auf jeden Fall hat sie keine Gaswolke rausgelassen. Was mich positiv stimmt, das heißt anschießen und dann hinterher verhauen. Aber das versuche ich in der nächsten Folge. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich will jetzt nur noch das Gras einsammeln. Ja, das liegt ja hier überall rum. Wunderbar. Süß, wie die schläft. Süß. Oder so ähnlich. Nein. Okay. Da hinten ist sie. Die hat nochmal losgestinkert. Komm. Egal. Ah, da ist er doch schon wieder. Okay. Okay. Ich habe keine Lust mehr auf das Gras. Jetzt hätte ich es aber geschafft. Ach so, oh, verflixt. Ja. Super. Oh, noch die Rüstung kaputt. Ach, ich hatte die Rüstung gar nicht gewechselt, ne? Haha, das ist ja cool. Dann kann die ruhig kaputt sein. Aber in der Tasche habe ich ja noch meine Marienkäfer-Rüstung. Aber die Keule ist auch kaputt. Oh. Na gut.
Okay, Leute, nicht so glücklich gelaufen, im Gegenteil. Aber ich fand das schon witzig. Ja, schön. Wunderbar. Aber ich fand das nicht so gut. Ja, also deine Klamotten holen, denn die erste Folge beenden. Ist das ein Blatt oder ist... Ja, das ist ein Blatt. Oh, das wird schon. Da ist die Wanze, die lasse ich schick in Ruhe. Hä? Nein. Aufnehmen. Hm? Jo. Was? Wenn ich E drücke? Ach so. Ich habe irgendwas zu viel in der Tasche. Was lege ich denn mal raus? Eigentlich möchte ich nichts rauslegen. Ach doch, ein Puschel hier. Hä? So, das... Ah. Wieso? Immer noch nicht? Ne, ist doch mein Rucksack. Doch, hat doch... Ah. Okay, okay. Dann bleibt der Rest hier liegen. So. Hallo Marcel. Tut, weg, weg, weg. Ja, ich werde den Rest aufheben. Ja, mach, mach. Aber lass mich durch. Ach so, geht, ich denke an den Blatt. Ich kann noch nicht an deinen Rucksack. Okay. Ach nee. Ich laufe. Ich bin weg. Tschüss. Aber wieso sehe ich die Basis? Wo ist die? Ja, ich nicht. Bei mir sind sie weg. Ah, Moment, wie war das? Nee, Z war das nicht. Y. Drück mal Y. Echt? Oh, tatsächlich. Wie bin ich denn da hingekommen? Okay. So, würden wir jetzt gerne mal schlafen gehen? Ja, auf jeden Fall. Gut. Auf jeden Fall. Denn... Abgesehen davon, dass ich den Petey hier ziemlich zerstört habe. Ich glaube, der spürt keine Schmerzen mehr. Der ist schon ziemlich schmerzbefreit, glaube ich. So. Auf jeden Fall bin ich gleich da. Gut. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und auch meine Mistakes, die ich ab und zu mal habe. Wenn ja, dann nehmt doch noch ein Abo mit. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.